Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4. Und ja, machen wir mal direkt weiter, dann würde ich sagen, Ruheproblem bei Oberland Station. Sei mein Valentine, folge dem Freedom Tale. Sempern Victor, unterstütze das Erkundungsteam. Ist halt so viel, ne? Das habe ich irgendwie gehört, das ist eine unendliche Mission, also nehmen wir mal lieber sei mein Valentine. Finde Nick Valentine. Wohin dein? Swans Teich. Was? Achso, ich dachte, da wäre ich schon gewesen, deswegen ich mich gerade kurz gewundert. Ich sag's dir, das ist nicht nur ein Gerücht. University Point, diese Siedlung an der Küste, wurde von Sins ausgelöscht. Ja gut, das ist hier, glaube ich, ein gewisser Grafikbug. Musste ich nicht noch was bei der Combat Zone machen? Genau, erkunde das Combat Zone. Sehr direkt. So, kann ich jetzt nichts machen, muss ich halt mit klarkommen. Dass das da Blitze regnet, keine Ahnung. Die Detektiv Valentine wird vom Privatdetektiv Nick Valentine geleitet. Ja, Uruguay, ja gut, das wissen wir ja, müssen wir. Achso, Internierungslager von Chinesen. Ist ja auch sogar die richtige Richtung, wo wir da hinlaufen müssen. Ich sehe halt nichts damit. Das ist irgendwo kacke und werde ich in der nächsten Folge auch abstellen. Weil es schränkt einen doch ganz dezent ein. Was habe ich nochmal für eine andere Waffe gehabt? Der Big Jim, ja gut, den brauchen wir nicht. Paciencia. Ja. Das ist nichts Besonderes. Was? Hier ist niemand. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Aua. Vielleicht sollte ich zielen mal. So. Hallo. Oh oh. Bitte, das wollte ich nicht. Da bist du ja. Erbärmlich. Nein. Ja, also vielleicht schon erbärmlich, aber nicht das, was ich wollte. Eieieiei. Das sind halt echt Parallelogramme, die ich hier. Ich kann so nicht spielen. Sorry, aber ich kann so nicht spielen. Hey, da draußen ist was. Ja, da sind wir wieder. Jetzt klappt das. Ich habe Grafik. Ich habe irgendwas geändert. Ich glaube, eine Mod habe ich entfernt. Oh. Man ist ja auch relativ wahrscheinlich, dass Mods für sowas verantwortlich sind, immer.
Oh, hä? Hey, Sie sind hier! Verabschiede dich von der Welt! Was ist denn jetzt los? Ja, das war daneben, würde ich sagen. Ich denke mal, die werden komplett nackt. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Ja, das hoffen wir doch mal alle. Was ist das hier überhaupt? Die Autobahn? Die Leute ja 60 in Mainz. Uiuiui, sorry. War richtig gut. Yo, wow, ich glaube, ich muss mich mal heilen gerade. Ja. Dann ist das ja kein Problem für dich. Wow. Gib mir Feuerschutz. Scheiße. Uiuiui. Das war's wohl. Eieiei. Und noch einer in den Rücken. Jawohl. Joa. Wir hauen hier aber auch immer Sachen raus. Also war alles. Ja, wer ist das denn? Typ. Jet Lee. So, wir müssen weiter. Ich würde sagen, man könnte der Autobahn theoretisch hier folgen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ist da noch was in diesem Zeitungsständer? Nee. Hier, warum gibt es solche Treppen? Eieieiei. So, Autobahn. Aha, ein Ölkanister. Hat genau das, was ich suche. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, hier ist nix. Wer ist da? Niemand. Radioaktive Strahlung, warum? Gottes Willen, oh, da brennt der Reifen. Notfrequenzsignal gefunden. Wow, WTF, Maurusratten! Was ist denn hier los? Nicht. Was? Hä? This one just like this. So, Haarklammer, La Phantoma und irgendwie alles so da drin. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ja, kenne ich nicht. Dann begeben Sie sich bei Problemen bitte. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden. Hast gehört? Ja, Südost, ne? Tollwütige Maus fallen, weißt du, ne, was los ist. Du hast toll. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Aha. Was haben wir hier? Nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ja, aber wo ist das Ding? Ich wiederhole.
muss ja hier in der Nähe sein. Oh, da oben ist irgendwas wieder. Auf dem Dach werde ich schreckhaft heute. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Was für ein Notfallprotokoll? Problem, bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden. Wir sind Bubi. Warum bist du denn so stark? Du bist nur ein Hund! Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Eieiei. Ist ja unfassbar. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. So, nochmal. Piper, wo bist du? Bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Hast du das Gesicht? So, einmal deinen Kopf bitte. Aber, der macht doch so viel Schaden. Das ist ja unfassbar. Nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden sie nach der Armee angehörende Familienmitglieder abgeliefert. Ich mach dem halt nichts, ne? Was ist denn mit dem Doc? Unfassbar! Ist hier noch einer? Gut getroffen. Kann man jemand mal den Hund töten? Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten. Nein, im Commonwealth. Waffen. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. So, jetzt komm schon. Stirb! Aua. So, nochmal. Unfassbar. Ein Bourbon? Was? Quam? Ein Dandy Boy Apfel. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee kräftiger Fingerweiler dran. Messer nur. Ich wiederhole. Denkst du etwa, ich habe Angst, hä? Ja, vielleicht. Ist auf jeden Fall Patriot anscheinend. So, da oben ist gleich einer. Piper, bist du direkt. Dies ist eine Notfallmeldung Danke. An alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Aha. Glaubst du etwa, ein Junge aus dem Commonwealth gibt so schnell auf? Bring dich! Ja. Kein Problem, bitte zum Militärkontrollpunkt Boston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Hast du gerade einen Jet genommen? Jemand muss mir helfen! Sichtiger. So dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Pastorengewand, ja, jetzt bist du nicht mehr so ganz pastorisch. Zutritt nur für militärisches Personal. Oh Gott. Hey, da draußen ist was. Nein, endlich. Hast du ja gut gemerkt. Ich wiederhole. Eine Nudelschale, nichts Wichtiges. Wo seid ihr denn? Oh mein Gott. Da kommt doch gleich was von hinten. Notfallprotokolle 17 Echo Tales of Chivalry, ja, ist das neue Tales-Teil oder was? Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ja klar, auf jeden Fall. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Wow! Wir sind hier auf der Auswehr. Sieht nicht freundlich aus. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf. Wir hätten sich lieber verziehen sollen. Ja. Die Lebensmittel, Wasser und Munition. Okay.
Zutritt nur für militärisches Personal. Ja, wo heißt denn das? Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Komm ich jetzt so. Okay. Ich wiederhole. Ich hab wieder viel bei mir, ne? Muss aber weiter eh, von daher. In die Combat Zone. Ah, die Hunde waren schon stark, muss man jetzt so sagen. Ein Fusionskern? Sieht doch aus, als wäre das nicht so häufig. Kuchenform. Und wen haben wir da? Hallo. Sir. Ja, gut. Fancy, let's go. Hilft mir vielleicht, naja, nicht wirklich weiter. Was haben wir da? Boxing Times, ein sauberer schwarzer Anzug. Nichts wirklich atemberaubendes. Ich schlafe mal ein bisschen, dann ist vielleicht hell. Und wenn es vielleicht jetzt hier im Bus nicht so sicher ist, aber naja, wir haben ja Piper dabei, die achtet auf uns, wenn wir schlafen, hoffe ich mal. Wer ist sie? Ich schütze und diene. Ja, dann machen wir weiter damit. Näheres Kühlmittel. Oh, was haben wir denn hier? Erstes Haushaltsroboter. Mhm. Ist das Haushaltsroboter? Ist ja interessant. Uiuiui. Sind die hinüber oder warten die hier? Das ist die große Frage, aber Sieh hier. An, ein echter Klassiker. Hier sind viele Sachen dabei. Klebeband. Oft bekomme ich echt Gänsehaut. Ein bisschen, ne? Aber hier sind viele Sachen dabei, die wir brauchen können. Wie ich anscheinend sehe. Ach komm, Metall, warum nicht? Die es sonst nur sehr selten gibt. Also ich denke mal, das wird ein beliebter Ort sein. Ich habe ja noch keine Let's Plays gesehen von Fallout selbst. Haus und Hof. Ihre Familie wird Roboter von Hesters lieben. Wow! Was ist denn mit dir los? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, habe ich gesagt. Nicht eskalieren, nicht eskalieren. Ich habe nämlich nur begrenzte Muni. Eieiei. Ist ja wieder mal unfassbar. Hey. Sag einfach Bescheid. Nein, handeln will ich mit dir. Schau dich um. Meine Rüstung nämlich alle. Das sind wieder die schönen Sachen, die ich verkaufen werde. Um noch mehr Geld zu haben. Wie viel habe ich jetzt wieder an den Inventar? Oh, siehst du, 50 weggemacht. Teekesselofenhandschuh. Kuchenform. Kochplatte. Seife. Oh. Ein Roboter von Hesters steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Zuverlässig töten. Spielzeugautos, Silbermedaillon. Wir kommen wohl nicht sehr viele Passanten durch. Nee, das bezweifle ich auch. Denn hier sind richtig nette Schätze bei. Okay, Knochen der linken Hand will ich jetzt nicht zwangsläufig mitnehmen. Was für ein Haufen Schrott. Sagen die meisten, nicht ich. So, Metalleimer, sowas braucht man wirklich nicht. Mob. Nehmen wir Mob.
Okay. Das ist vielleicht nicht so geil. Was haben wir da? Eine Tür. Oh, au. Wir gehen erstmal in die anderen Räume. Gucken, was hier so ist. Jet. Mehr Custom Pack. Was haben wir hier? Oder Chefbüro. Schreibmaschine, Zigarren. Komm, die Schraubenschlüssel geht immer. Antiker Globus. Rocksmith Wheeler. Munition. Geht auch immer. Noch ein Kombi-Schraubenschlüssel. Abbox Putzmittel. Günstiger Winterkleber. Das wird hier gleich spannend. Benzinkanister. Hey. Mr. Handy Treibstoff. Hey. Hey, hey. Noch ein Schraubenschlüssel. Ich trage wieder mal zu viel. Piper. Piper. Wir brauchen dich. Hey, yo, du könntest mal noch die ganzen Waffen mitnehmen, die ich nicht brauche. Und vielleicht noch die. Nee. Warte, das können wir noch sortieren, ne? Nach Gewicht, genau. Die Fünfer sind zu tun. So, Werkzeugkasten habe ich den schon genommen, mein. Eine Lötlampe, oh. Komm, nehmen wir die ganzen Knochen auch noch mit. Wenn es denn schon sein muss. Wow! Was zur Hölle? Olli, nee, meine Güte. Nee, die sind hier. Komm hier gleich. Ich brauche die bessere Waffe. Habe ich da eh nicht immer Munition sogar von? Habe ich aber. Oh mein Gott, ein Aggressorton. Naja, auf jeden Fall. Ja. Klar. Klar, klar, klar. Nicht gut. Kann nicht sein. Wie sollen wir den denn besiegen, bitteschön? Nein, 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 nein. Nicht ich, nicht ich. Warum immer wieder? Ich werde sterben, ich werde sterben. Da bin ich mir sogar sicher. Jetzt muss ich nachladen. Alter Freund. Was ist denn los mit dem Typen? Ich wollte mal gerade was gucken. Status Wet 20, nein. Ne, bringt mir nichts. Verabschiede dich von der Welt. Yo!
Espresso-Tron, also bitte. Nimm nicht die andere Tür, nimm sie einfach nicht. Komm schon! Aber, von nichts anderes. Nein! Ja, das ist unser Versuch. Jetzt aber. Ganz böser Fehler. Wo? Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Alter! Das ist ja unfassbar. Aber, fang nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Nein, das kann ich nicht. Sollen wir den denn besiegen dann? Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Hätte erinnert, wäre das eine diese Pistolen da, wie heißen die denn? Alter. Wie heißen die denn? Schlag. Nagelpistolen, genau. Aber höher ballistisch. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Jo, richtig gut, Piper. Richtig gut. Ich will die besiegen. Ich will die Herausforderung, auch wenn es eine 45-Minuten-Folge wird. Aber, ich kann das nicht zu Ende. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist fast tot. Jetzt den letzten Rest, Piper. Da waren sie schlau und sind weggelaufen. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Nein. Ziel einfach auf die Kampfsperre und genieß das Feuerwerk. Das ist jetzt der normale Protektor, ne? Der hält auch nicht so viel aus. Ich bin begeistert von dem Piper, du machst das gut. Wow, wie viel hast du denn davon noch? Komm schon. 13 EP, ich finde das immer sehr lächerlich. So, Leute, ist nicht mehr viel da. Ist nicht mehr viel. Nur noch dieser Aggressator. Vorkriegsgeld. So, ich mache hier mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.